Thailand Zoll 2020. Was sind die Ein- und Ausfuhrbestimmungen für Thailand im Jahre 2020? Das werden wir uns in diesem Video mal anschauen. Zudem gebe ich noch Infos bekannt, wo man nachfragen kann, wenn man zum Beispiel irgendetwas Spezielles ein- oder ausführen möchte und nicht genau weiß oder eben halt auch keine Informationen dazu im Netz findet. Hallo Leute, das ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Wenn du auch gerne Informationen aus Thailand magst oder Reiseberichte, dann abonniere diesen Kanal und verpasse kein Video aus Thailand. Die thailändischen Zollbehörden haben aufgerüstet. Mehr als jemals zuvor werden Gepäckstücke nicht nur von Menschen, die Thailand verlassen, kontrolliert, sondern auch von Menschen, die nach Thailand reisen. Und das macht man mit topmodernen Scannern oder beziehungsweise eben Anlagen, wo die Gepäckstücke durchgehen und man dann genau sehen kann, was drin ist und eben ob es Sachen drin hat, die nicht nach Thailand eingeführt werden. Und die Zollbestimmungen sind ziemlich hart hier in Thailand und was eben erlaubt ist oder nicht, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, beginnen wir zuerst mit dem Bargeld. Und da gibt es zwei Werte, die man berücksichtigen sollte. Einerseits die Ausfuhrbestimmungen aus der EU oder auch die Einfuhrbestimmungen, sowie eben auch das gleiche Ein- und Ausfuhrbestimmungen für Thailand in Sachen Bargeld. Wer Europa verlässt mit mehr als 10.000 Euro, also abgesehen davon, man kann eigentlich so viel Geld mitnehmen, wie man will, nur ab 10.000 Euro muss man in Europa die Ausfuhr melden. Das heißt, man muss dort ein Formular beim Zoll ausfüllen und eben auch bestätigen oder deklarieren, dass man mehr als 10.000 Euro auf sich hat. In Thailand ist der Betrag etwas höher. Wer also Europa verlässt und das deklariert hat und nach Thailand einreisen möchte, der kann auch bei der Einreise nach Thailand so viel Geld mitnehmen, wie er möchte. Es gibt hier keine Obergrenze. Jedoch muss in Thailand ab 20.000 US-Dollar Einfuhr das gemeldet werden. Ja, wer also weniger als 20.000 US-Dollar auf sich trägt, der kann einfach durch den Zoll durch, keine Probleme. Wer mehr dabei hat, zum Beispiel 30.000 US-Dollar, der muss das beim Zoll anmelden. Dann noch eine Zusatzbemerkung. Wer mehr als 50.000 Baht in die Nachbarländer von Thailand ausführen möchte, der muss das ebenfalls deklarieren. Selbstverständlich können auch höhere Beträge ausgeführt werden, nur ab 50.000 Baht sind sie deklarierungspflichtig. Bei der Einfuhr von Waren nach Thailand sowie auch bei der Ausfuhr gibt es drei Kategorien. Einerseits Sachen oder Gegenstände, die verboten sind, also gar nicht eingeführt werden dürfen. Dann Gegenstände, die bewilligungspflichtig sind und Gegenstände, die deklarierungspflichtig sind. Das sind die drei Kategorien. Beginnen wir zuerst mit den verbotenen Sachen. Ja, was darf nicht nach Thailand ein- und ausgeführt werden? An erster Stelle natürlich die Betäubungsmittel, dann pornografisches Material, dazu gehört auch Sexspielzeug, dann die sogenannten Verdampfer, also die E-Zigaretten, gefälschte Markenartikel, das wird zurzeit sehr häufig kontrolliert, dann auch, und da denken wahrscheinlich die wenigsten daran, Wurst- und Fleischwaren sowie auch Käse- und Milchprodukte. Es ist nicht erlaubt, solche Produkte nach Thailand ein- oder auszuführen. Und da, ich meine, wer nimmt schon nicht gerne ein Stück Käse aus Europa mit oder ein Stück Fleisch, aber wie gesagt, es können hier sehr hohe Strafen ausgesprochen werden. Auch Vorsicht ist bei den Souvenirs geboten. Oftmals kann man in Thailand Muscheln oder auch Korallen kaufen an den Ständen. Vielfach sind sie aus Plastik. Aber wer originale Bestandteile kauft aus dem Meer oder vom Strand, der darf diese auch nicht ein- oder ausführen. Okay, dann kommen wir zu den Waren, die eingeführt werden dürfen, aber bewilligungspflichtig sind. Und da haben wir an erster Stelle Waffen. Feuerwaffen oder Waffen im Allgemeinen dürfen mit einer entsprechenden Bewilligung eingeführt oder auch ausgeführt werden. Ebenfalls, und das ist sicherlich wichtig für die Menschen, die Medikamente benötigen, Medikamente, wenn jetzt jemand irgendwelche lebenswichtigen Medikamente hat, die vielleicht eben auch Opiate
drinnen haben, dann kann man die auch einführen. Das bedarf aber ebenfalls einer Bewilligung. Und hier ist das die Food and Drug Administration in Thailand zuständig, wo man eben das Ganze auch anmelden muss. Dann ebenfalls nicht eingeführt oder bewilligungspflichtig sind Kunstobjekte. Vor allem geht es da oftmals um Buddha-Statuen oder religiöse Statuen, sowie auch Pflanzen und Tiere. Tiere, die man eben auch in Thailand kaufen kann, geschützte Tiere etc., die sind auch bewilligungspflichtig. Und da muss man halt schon auch etwas schauen, denn so Buddha-Figuren oder auch religiöse kleine Souvenirs, wie auch Material oder Souvenirs, die aus von Tieren stammen, die findet man sehr oft in Thailand und die werden auch sehr häufig ausgeführt. Also natürlich auch unwissentlich. Denn wer hat es gedacht, dass man Buddha-Statuen nicht ausführen darf? Aber hier muss man wirklich vorsichtig sein, denn wenn man erwischt wird, dann kann es auch da hohe Geldstrafen geben. Ja, das waren die verbotenen Sachen und die bewilligungspflichtigen Sachen. Jetzt kommen wir zu den Artikeln oder eben Sachen, die man einführen darf, aber je nachdem auch eine Begrenzung haben. Eingeführt werden dürfen Zigaretten. Maximal 200 Stück oder 250 Gramm Tabak. Einfuhr von Alkohol nach Thailand. Hier darf man maximum einen Liter mitnehmen, Wein oder auch eben Alkohol, Schnaps, Spirituosen, wie man es auch immer nennen mag. Aber hier gilt es zu beachten, dass die Grenze von 40% Alkohol nicht überschreiten werden darf. Also wenn zum Beispiel ein Grappa oder was es da sonst alles gibt, mehr als 40 Volumenprozent hat, dann ist das in Thailand verboten und es darf nicht eingeführt werden. Filmkameras und Drohnen. Wer eine Filmkamera nach Thailand einführen möchte, der kann das zollfrei und auch eine Drohne. Wer mehr als eine Kamera hat oder auch mehr als eine Drohne, der muss dann das Ganze wieder verzollen. Hier gilt es aber noch zu beachten, dass Leute, die mit einer Drohne nach Thailand einreisen, bereits am Flughafen die entsprechenden Bewilligungen ausgestellt bekommen, damit sie dann auch in Thailand die Drohne fliegen lassen können. Dazu gibt es noch einen Link. Ich habe schon mal ein Video über die Vorschriften gemacht bezüglich Drohnenfliegen in Thailand. Der findest du hier oben. Ja, und wie schaut das jetzt aus mit allen anderen Gegenständen, wie zum Beispiel Kleider, Kosmetik, was man da sonst noch alles dabei haben kann? Und hier verlangt der thailändische Zoll keine Zollgebühren mehr oder man muss es nicht verzollen, wenn die Ware einen Wert von 20.000 Baht nicht übersteigen. Ich denke, das sind so über den Daumen 600 Euro. Hier ist aber wichtig, dass es sich um persönliche Gegenstände handelt, also Zeugs oder Kleider eben, was man auch braucht und nicht um Neuware, die man eben vielleicht verkaufen oder weitergeben möchte. Ja, ihr habt es gesehen, in Thailand darf man also Ware, erlaubte Ware bis zu 20.000 Baht ein- und ausführen, ohne dafür Zoll bezahlen zu müssen. Das entspricht ca. 600 Euro. Jetzt gibt es aber hier ein kleines Problem. Wenn man zurück nach Europa reist, dann erlaubt der Zoll in Europa nur eine Einfuhr oder eine Freimenge von 430 Euro. Also 430 Euro für Europa, in Thailand sind es knapp 600 Euro. Da haben wir schon einen kleinen Unterschied. Also das bedeutet, wenn jemand in Thailand Produkte kauft, dann sollte er schauen, sofern er es nach, oder sofern er diese nach Europa einführen möchte, dass er die 430 Euro nicht überschreitet. Sonst muss er bei der Einfuhr nach Europa Zoll auf seine Ware bezahlen. Jetzt ist es aber auch so, dass es noch diverse andere Gegenstände gibt, die ich hier nicht aufgezählt habe, die bewilligungspflichtig sind oder eben auch Mengen, die man eben vielleicht nicht zollfrei einführen kann. Wenn du Fragen hast, wenn du jetzt nicht weißt, dass dein Produkt irgendwas Spezielles, das du einführen möchtest, erlaubt ist oder nicht, dann werde ich auch noch unten in der Videobeschreibung eine E-Mail-Adresse sowie eine Telefonnummer reinpacken.
wo du direkt mit der thailändischen Zollbehörde Kontakt aufnehmen kannst, in Englisch natürlich, und du dann dort in der Regel auch innerhalb 2 Wochen eine Antwort bekommen solltest. Du findest auch die ganzen Informationen vielleicht noch etwas detaillierter auf meinem Blog unter der Internetadresse www.mylandthailand.com. Ein kleiner Tipp noch am Ende des Videos: Wenn du irgendwas einführen möchtest, dann schau immer, dass du die Quittung auch dabei hast, weil es kommt oft vor, dass der thailändische Zoll die Ware viel, viel höher taxiert, als sie eigentlich taxiert werden sollte. Und wenn man eine Quittung dabei hat und eben auch belegen kann, wie teuer das der Gegenstand war, dann hat man auch die größeren oder die höheren Chancen, einen fairen Zoll oder eine faire Gebühr dafür berechnet zu bekommen und nicht irgendwelche Fantasiegebühren, wie ich es in der Vergangenheit erlebt habe, wo man dann lieber sagt, ja, ich überlasse Ihnen das Produkt, weil mit so hohen Zollgebühren kann ich mir zu Hause wieder ein neues Produkt kaufen. Zollgebühren in Thailand sind hoch, wenn man was verzollen muss. Daher, mein Motto ist immer lieber, also, oder weniger ist manchmal mehr. Also ich würde nicht zu viele Ware ein- oder ausführen, vor allem nicht, wenn eben der Zollhöchstbetrag von 20.000 Baht überschritten wird. Das war's von heute. Lass mir einen Daumen hoch da, wenn das Video informativ war. Abonniere den Kanal, da wäre ich dir auch sehr dankbar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn du magst. Tschüss aus dem wunderschönen Thailand.